So, willkommen zu Hitman, die Beta vom Reboot auf der PS4. Das Ganze kann man heute spielen, wenn man Vorbesteller ist. Man muss dazu nicht das komplette Spiel vorbestellen. Es reicht, wenn ihr die Version für 15 € vorbestellt. Dann habt ihr hier Zugriff zu der Beta. Ihr braucht auch noch PlayStation Plus, aber dann könnt ihr loslegen. Und wir werden heute mal einen kleinen Blick in die Beta reinwerfen. Denn ich bin riesiger Fan von Hitman, habe ja auch Hitman Absolution auf meinem Kanal Let's Played und ich freue mich natürlich auch auf den neuen Teil. Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the Handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Know your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose field work never is. Tell me, what did it feel like, taking lives? Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Welcome to advanced training. Your first mission originally took place in Sydney, Australia. The target was Calvin Ritter, also known as the Sparrow. Master thief for hire, specializing in rare and priceless art. Our agent cleverly infiltrated Ritter's private yacht during a social gathering and discreetly eliminated him without any of the guests noticing. Now you will do the same. Oh, and don't worry about the training operatives. All weapons are simulated. Good luck, Initiate. So, da wären wir. Das Training und das Ganze ist natürlich im Englischen. Und wer dann denkt, das Ganze wird in der Vollversion Deutsch? Nein, leider muss ich euch hier enttäuschen. Das Spiel wird wahrscheinlich nur im Englischen rauskommen. Die Vollversion wird dann aber deutsche Untertitel haben. Hier gibt es keine deutschen Untertitel. Hier ist wirklich alles komplett im Englischen. Und ja, die Vollversion erscheint, glaube ich, am 3. März. Ich weiß es gar nicht 100%, aber auf jeden Fall Anfang März. Gut. Ein Training. Eine Simulation. Das bedeutet, wir können hier metzeln und morden. Das Ganze wird eh nur simuliert. Ziemlich beeindruckend, oder? Die ganze Yacht hier, das ganze Boot, nur aus Sperrholz. Okay, wir müssen hier drüben rein. Können wir direkt reinlaufen, regulär? Sorry, sir. Really can't let you through here. I've got strict order. Okay. Understood. Naja, wir sehen ja auch extrem verdächtig aus, oder? Ich meine, wenn so ein Typ hier vor dir steht, ich würde sofort denken, alles klar, der Mann ist ein Killer. Das ist doch niemals der Milchmann. Das ist ein Mörder. Aber hier drüben kommen wir hin. Und jetzt sind wir hier im Sperrgebiet. Waffen haben wir auch, Moment. Natürlich. Schalldämpfer und das gute alte Klavier. Die gute alte Klavierseite. Zack. Stranguliert und erledigt. Das Geile hierbei ist, wir haben ihn direkt hier im Griff. Nehmen uns hier mal die Klamotten. That's a first. Might just work, though. People do tend to see uniforms, not faces. Be cautious, though. Some people are more observant than others. Not bad, Initiate. Und dann schleifen wir den Kollegen mal hier drüben hin.
Und ja, das Ganze funktioniert natürlich genauso wie in den Vorgängern, die ihr übrigens auf meinem Kanal sehen könnt, zumindest einen davon. Habe ich ja erst vor einem halben Jahr, oder wann war das? Let's Play. Kam sehr gut an. Ich bin auch ein riesen Fan der Serie. Schon von Anbeginn. Und wenn wir jetzt hier als Mechaniker rumlaufen, andere Mechaniker können uns enttarnen, wenn sie uns ein bisschen länger anschauen. Hier steht's auch nochmal. Deswegen sollten wir so schnell wie möglich irgendwas anderes nehmen. Oh, Beeilung, Beeilung. Jetzt bin ich hier ein bisschen verdächtig. Der kommt mir jetzt hier hinterher. Ist kein Problem. Ist gar kein Thema. Wir können hier reingehen. Schwupps. Und schon bin ich weg. Unten auf der Karte sehen wir auch alles. Die ist super gut. Super gut. Und wir sollten so schnell wie möglich wirklich ein Bulle werden. Security. Whatever. Moment. Hier sind auch zwei Stück drin. Wir schauen uns hier mal ein wenig um. Wer sieht mich denn hier? Wer hat denn hier bitteschön solche Adleraugen? Was haben wir hier? Eine Uniform. Aha! Da bin ich wohl offiziell aufgestiegen. Jetzt kann ich mich hier ein bisschen besser bewegen. Was haben wir hier Schönes? Rattengift, natürlich. Nehmen wir mit, sollten wir aber auch weglegen. Denn wenn wir hier rumspazieren mit einer Packung Rattengift in der Hand, ist keine gute Idee. Ladies. Na, wie geht's? Der Feueralarm. Wir haben auch unsere Sinne. Wir sind ja kein normaler Mensch, sondern wir sind Spider-Man. Und damit können wir wichtige Dinge sehen, wie jetzt hier der Feuerlöscher oder der Feueralarm. Also genauso wie im Vorgänger. Und wir mischen uns hier mal ein wenig unter das Volk. Okay, wo ist das Ziel? Na, wo bist du denn? Ach, hier drüben an der Bar. Okay, und dem sollen wir jetzt folgen. Wir suchen uns hier mal eine schöne Dame. Naja, schön sieht anders aus. Aber wir bleiben mal hier. Unauffällig. Okay, die gehen hier nach oben. Der hat einen Bodyguard dabei. Und hier kommt der nächste Typ. Wer bist du? Der stand doch eben gerade noch hier unten. Bei seinem Auto. Okay, cool bleiben. Also, Mr. Ritter. Der ist oben. Moin. Erinnert mich an den Cowboy. So ein bisschen eben. Da ist mein Kumpel. Ah, wir können den Drink vergiften. Hier kommt die Ablöse. Aus dem Weg. Ich gehe mal ran. Okay, wo will er nun hin? Ah. Oh, no, thank you. No. Not before six. My wife is very insistent about that. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Lead the way. Okay, wir sollen den beiden folgen und kein Drink. Die Frau hat Nein gesagt. Aus, böse.
Kein Getränk für dich. Mal sehen, ob ich hier durchkomme. Ohne Probleme. Okay, wo genau wollen die hin? Die gehen hier rein. Das bedeutet, der hier ist im Weg. Wie komme ich hier am besten rein? Wo will der hier hin? Ja, ich will nur hier drüben hin. Ich muss pissen. Ich muss pissen, Bro. Okay, ich muss unbedingt ein Bodyguard werden. Ha, schön. Das nehme ich mal mit. Habe ich es fallen lassen? Keine Ahnung. Also, wir müssen irgendwie hier jemanden reinlocken. Wie machen wir das am besten? Wir haben dich hier. Wenn ich dich werfe, wir können dich doch bestimmt werfen. Kommt dann jemand hier rein? Wir versuchen es mal. Das hat niemanden interessiert, ha? Huh? Absolut niemanden. Ist das Ding kaputt gegangen? Dann brauche ich eine andere Idee. Haben wir noch einen anderen Weg? Private. Ja, wenn ich hier hingehe, dann dreht er doch durch. Wir schauen mal. Gehen wir mal hier durch. Okay, ich muss ins Büro. Irgendwie muss ich da rein. Vielleicht, ich weiß, was wir machen. Ich habe eine Idee. Eine geniale Idee. Und zwar Feueralarm, natürlich. Warum nicht? Probieren wir es mal aus. Das war doch irgendwo hier unten. Wir joggen hier mal durch. Gerade schaut niemand hin und schwupps. Das war nicht ich. Ich bin unschuldig. Absolut unschuldig. Okay, schauen wir mal. Mr. Ritter, Sir. Der bekommt Panik. Ob das eine gute Idee war? Okay. Private. Dann gehen wir mal rein. Ich bin drin. So, hier rum, hier durch und schnell bin ich hier drin. So, und jetzt hoffen wir mal, dass der wieder zurückkommt. Dann haben wir es doch schon geschafft, oder? Also, wo ist mein Ziel? Der Mann mit Hut ist immer noch hier drin. Aber Mr. Ritter, mein Amigo, der ist jetzt hier oben. Was hat der hier oben? So eine Art Panic Room? Tja, wenn ich jetzt zum Mann mit Hut werde, ob ich dann mit ihm reden kann? Das fällt definitiv auf, oder? Ich bin jünger. Ich bin zu jung für sowas. Gut. Jetzt mal sehen, ob der wieder zurückkommt. Ich glaube, der kommt jetzt wieder zurück. Die Lage beruhigt sich und er spaziert schon mal in die richtige Richtung. Yep, das könnte funktionieren. Die Nummer mit dem Feueralarm war, glaube ich, gar nicht mal so eine dumme Idee. Und wenn er hier reinkommt, können wir ganz schnell hier reinflitzen und können uns verstecken. Ja gut, ich hole hier schon mal meine Klavierseite. Das muss ja alles schnell und elegant gehen, aber der kommt wieder. Ja, das sieht doch hervorragend aus. Hat der alte Keys das wieder perfekt gelöst oder nicht? Wahrscheinlich eher oder nicht. So, gehen wir hier rein. Okay. Dass der die Tür nicht hört. Bam! Erledigt. Und schnell hier, 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 hier. Your target is down. Now head towards an exit. Rein mit dir. Mr. Ritter? Der alte Mann muss weg. Mr. Ritter? Der alte Mann muss sowas von weg. This guy really does move like a cat. Yep, wie eine Katze. Genauso wie ich und schwupps. Ihr beide hier, ihr könnt ein bisschen kuscheln gehen. Aber ich brauche unbedingt deine Klamotten, Bro. Naja, für einen alten Mann ist der aber ziemlich fit.
So, dann schleife ich dich mal hier drüben rein. Und schwupps. Hier ist ein Opa zum Spielen. Waffe weg. Ob ich mich jetzt mit ihm hier frei bewegen kann? Es wird spannend. Cool bleiben. Einfach cool bleiben. Okay, wir müssen raus. Runter von der Yacht, aber ich habe hier die perfekte Tarnung. Da habe ich auf jeden Fall schnell reagiert und wir können ja hier unten wieder durch. Obwohl, warte mal, ist keine gute Idee. Da würden wir auffallen. Wir machen hier einen auf offiziell. Ich meine, ich kann mich ja hier frei bewegen. Ich bin ja sogar VIP. Ein bisschen joggen. Obwohl, lieber nicht joggen. Ich bin ein alter Mann. Ich muss mich in meine Rolle vertiefen. Ich halte mich an die Rolle. Auf Wiedersehen, Jungs. War eine nette Party. Auf Wiedersehen. Ich nehme meinen Zweitwagen. Den hier drüben. Genau, den hier nehme ich und... Adios, Bitches. Challenge complete. Good work, Initiate. How did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. They can only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint, it could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points, to keep them in check. But this one... Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Welcome back, Initiate. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. We will be watching. Okay, dieselbe Mission nochmal, dasselbe Ziel, aber diesmal sollen wir eben anders vorgehen. Immer noch alles Teil vom Tutorial. Nein, Moment, da will ich nicht hin. Wo war denn das? Irgendwo kann man sehen, genau hier. Also, hier sieht man, was man tun muss. Dann sieht man hier einmal die Karte. Intel, das ist in der Beta noch nicht drin. Und hier sehen wir Challenges und die können wir, glaube ich, jetzt auch noch nicht erfüllen. Doch, hier in der Beta sind... Noch nicht alle dabei. Die anderen beiden hier, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt unterschiedliche Methoden, wie wir den Mann töten können. Keine Sorge, es gibt natürlich noch eine weitere Mission. Wir schauen mal, was haben wir hier Schönes? Lockpick, Münzen und Explosion. Aber die Folge hier ist erstmal vorbei. Oh, hier ist ja noch mehr. Ey, ich könnte hier richtig durchdrehen. Ich könnte jeden über den Haufen ballern. Nett. Wirklich verdammt nett. Ja, aber die Folge, wie gesagt, erstmal vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Hitman. Noch einen weiteren Einblick werde ich euch natürlich liefern. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr das Ganze bewerten würdet. Nehmt euch die Sekunde, um schnell hier eine Bewertung rauszudrücken. Gerne auch eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne euch austoben, was ihr davon haltet, wie das Spiel veröffentlicht wird. Denn es kommt ja nicht am Stück als ein Spiel, sondern in kleinen Häppchen. Ich finde es persönlich mega beschissen, aber ich lasse mich mal überraschen. Ich habe das Ganze auch natürlich aus eigener Tasche gekauft und bezahlt, ist also nicht gesponsert oder sowas. Hier kommt dann, wenn ich es gespielt habe, meine natürlich komplett persönliche Meinung ohne irgendeinen Einfluss. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und für den Support. Ganz wichtig. Und tschüss!